Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 5. Ja, die letzte Folge ist jetzt schon fast über eine Woche her und ich entschuldige mich jetzt hier an dem Fall mal, dass es jetzt länger gedauert hat. Die Gründe wisst ihr ja von der letzten Folge wegen dem Unfall um Michael Schumacher und dass er ein ziemlich großes Idol für mich ist. Vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt unter das Video. Ich kann denen allen auch voll und ganz zustimmen, was da geschrieben wurde. Unter anderem wurde da zum Beispiel geschrieben, dass er trotz seines Erfolgs doch sehr bodenständig geblieben ist in seiner Art. Und deswegen kann man ihn auch als Idol oder als Vorbild nehmen. Und dem stimme ich auf jeden Fall zu. Es wurde zwar auch schon öfters mal geschrieben oder gesagt, dass er überheblich sei, arrogant, tralala. Aber das ist eigentlich nicht so. Das wurde dann einfach dann von den Medien so irgendwie hingeschrieben oder halt jemand, der ihm einfach schlecht zureden wollte. Ich meine, das kann man ja leicht machen. Ich kann ja auch sagen, zum Beispiel hier auf unserem Kanal, unsere Killer-Kanäle, so ein arroganter Wichser. Nein, ist er nicht. Also man kann immer schlecht über jemanden reden, aber ich denke, Michael Schumacher ist auf jeden Fall auf dem Boden geblieben, was das angeht. Mittlerweile weiß man ja nicht so viel mehr, liegt ja immer noch im künstlichen Koma. Anscheinend ist die Lage ein bisschen stabil, aber außer Lebensgefahr kann man trotzdem nicht sagen. Aber naja, egal. Ich will natürlich euch nicht hier Forza verwehren, deswegen geht es natürlich weiter. Und es gibt aber eine kleine Änderung im Uploadplan. Und zwar kam ja Forza 4-mal die Woche raus. Das habe ich jetzt auf 3-mal die Woche zurückgestuft. Das hat einfach die Gründe, da ich privat an der Uni ziemlich viel zu tun habe, habe ich jetzt gesagt, okay, vorsichtshalber stufe ich hier eine Folge pro Woche weniger, also 3 Folgen, dann passt es, denke ich, auch besser mit dem Uploaden, dann bin ich auch weniger im Stress und dann wird es auch keinen Verzug geben. Um das nochmal, die genaueren Details zu sehen, schaut einfach bei uns auf dem Kanal. Entweder oben rechts im Kanalbanner ist der Uploadplan verlinkt oder bei der Über uns Info-Box, da ist der auch nochmal verlinkt, da seht ihr dann schön, wann was rauskommen soll. So, jetzt war ich ja über eine Woche nicht online und es ist ein bisschen was passiert. Jetzt gucken wir aber erstmal in die Nachrichtenzentrale. Was haben wir denn da? Da haben wir nix, da haben wir eine Turn-10-Nachricht. Ein neues Carpack ist rausgekommen. Das IGN Carpack, das schauen wir uns dann gleich mal an. Ich denke, man kann die angucken. Einzeln, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass man es angucken kann. So, dann haben wir noch unsere Driver-Tabelohnung. Ja, 19 Rennen. So viel Credits hat er nicht geholt. Was haben wir noch? 2-mal haben wir was bekommen. Und zwar, ja, wir haben einmal ein Auto geschenkt bekommen. Ein Tipo 160 Birdcage. Okay. Ja, das nehmen wir doch mal. Das gucken wir uns dann auch gleich an, würde ich sagen. Sagt mir gar nichts jetzt der Name. Klingt wahrscheinlich nach. Ist wahrscheinlich ein älteres Modell. So, speichern. Go, go, go. Ja, eine Xbox One hätte echt eine SSD-Festplatte nicht geschadet. Das wäre ein bisschen schneller alles. So, und dann haben wir noch geschenktes Geld. 1 Million Credits habe ich noch bekommen. Das liegt daran, dass ich bei Forza Rewards eine Stufe aufgestiegen bin und dann habe ich nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen. Diejenigen, die das Forza Rewards-System nicht kennen, es gibt ein extra Reward-System, eine Homepage von Forza, da könnt ihr viele tolle Sachen kriegen, wie jetzt ich zum Beispiel 1 Million Credits. Link zum Forza Reward-System ist in jeder Folge von Forza hier in der Beschreibung, da könnt ihr euch das selber angucken, wenn ihr selber Forza fährt. So, jetzt gehen wir in die Karriere rein. Da sehen wir auch schon unseren Alfa Romeo. Aber wir gucken jetzt erstmal die Autos an. Was da jetzt gekommen ist. Ich weiß halt nicht, wie man sieht, was neu ist oder was nicht. Keine Ahnung. Das fand ich beim alten besser. Da konnte man die Carpacks hier irgendwie einzeln angucken. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr eine Möglichkeit, wenn man die einzeln angucken kann. Welche neu sind, welche nicht. Ich weiß jetzt nur von ganz wenigen, die definitiv jetzt neu in dem Carpack sind. Ich weiß, dass ein Lambo Reventor jetzt dazugekommen ist. Ich glaube, der ist auch neu, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Vielleicht seht ihr ja was Neues. Ich weiß jetzt leider nicht alles Neue. Ah, da steht jetzt neu. Ah, okay. Also der ist neu.
Wunderbar, dann sieht man es ja doch. Also der ist jetzt neu, der Ferrari 575M Maranello. Aus Italien natürlich, Ferrari. Gut, dann gehen wir mal weiter, da steht ja dann neu. Also dann haben wir da noch einen Ferrari 250 California, ist auch neu dabei, auch cooles Auto. So, dann gucken wir mal. Was dann noch neu ist. Ja, ein Ford Escort RS 1800 vom Jahr 1977, auch cooles Auto. Dann gucken wir mal weiter, was dann noch so neu ist. Lalalala. Ja, da haben wir ihn, den Lamborghini Reventon. Geiles Auto auf jeden Fall. Ich denke, von dem haben sie sich auch sehr inspirieren lassen, um dann den Murcielago-Nachfolger, den Aventador, zu bauen. Weil der Reventor ist ja auf dem Grundbau oder auf dem Chassis des Murcielago gebaut. Also von dem hier. Beziehungsweise der Grund Murcielago, den es jetzt hier nicht mehr gibt. Weil das ist ja schon der Murcielago LP 670 Fiat Super Veloce. Also die allerletzte Version mit mega viel Performance. Ne? Super Veloce heißt ja auch super schnell, glaube ich. Und ja, oder Superleggera ist beim Gallardo immer. Was heißt Superleggera? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Italiener ist auch mega eingerostet. Ihr wisst vielleicht sicherlich besser, könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Und was nochmal Superleggera und was Superveloce heißt. Ich meine, Superveloce ist super schnell und Superleggera, ich weiß es nicht. Aber es könnte auch anders sein. Egal, ihr schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr das aufklären würdet, bevor ich hier jetzt irgendwelche Scheiße erzähle. So, dann haben wir eben diesen Maserati Tipo 61 Birdcage von 1961. Also habe ich doch recht, dass es ein älteres Fahrzeug ist. Okay, sieht auf jeden Fall interessant aus. So, was gibt's noch Neues? Es müssen 10 Fahrzeuge sein. Der Mercedes-Benz A65 AMG, das ist dann die neue A-Klasse, schätze ich mal. Irgendeine Version davon. Gut. Gehen wir weiter. Dum, 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 dum. Was haben wir noch? Da kommt noch was. Eine Nissan Fairlady Z 432 vom Jahre 1969. Das heißt, weil das ist einer der ersten Nissan Zs, schätze ich mal, die 69er-Version. So, was haben wir noch? Ja, das finde ich auch ein cooles Auto. Der Peugeot 205 Turbo 16 vom Jahre 1984. Ich weiß, dass das Auto richtig cool ist. Und vor allem das Coole fand ich, als Kind hatte ich so ein kleines Automodell, was man komplett alles mit Türen aufmachen und Kofferraum aufmachen. Ja, das klingt jetzt vielleicht nicht so toll, aber das war so das erste Modell, wo man ein bisschen mehr machen konnte, was ich als Kind hatte. Und das war genau dieses Auto. Deswegen kenne ich das noch ganz gut. So, was gibt's noch Neues? Waren das dann schon alle 10 oder kommt da noch was? Gehen wir weiter. Ja, das waren alle. Wunderbar, dann haben wir die neuen auch mal kurz überflogen, fahren und mal schauen, ob ich irgendwann mal so einfahre. So, egal, wir gehen jetzt aber weiter in der Karriere, dass wir die fortsetzen. Ah ja, noch was dazu, dass ich ja jetzt eine Folge gestrichen habe. Das ist auch so, ursprünglich war geplant 4 Folgen pro Woche, a 15 Minuten, dass man auf eine Stunde in der Woche kommt. Aber ihr habt ja schon gemerkt, dass die Folgen in der Regel immer so 20 bis 25 Minuten gehen. Das werde ich auch beibehalten und somit kommen wir dann mit 3 Folgen dann sowieso auf diese eine Stunde. Das heißt, vom ursprünglich geplanten bleibt es dann oder ist es dann so. Aber wie gesagt, halt nur noch 3 Folgen dann die Woche. Ich hoffe, ihr versteht es und ja, vielleicht gibt es ja mal eine Sonderfolge oder so. Schauen wir mal. So, aber jetzt Karriere fortsetzen. Wir wollen hier diese Klasse noch abschließen. Und wir müssen nach Sebring. Die nächste Veranstaltung führt uns auf den historischen Sebring International Raceway. Und wenn ich es richtig gesehen habe, fahren wir auch nicht den kompletten Kurs, sondern eine kürzere Version davon. Ja, bin ich mal gespannt. Muss jetzt auch erst mal wieder reinkommen, weil der Alpha ist ja auch noch nicht so leicht zu fahren, weil das Heck dann öfters mal kommt. Some say he has a USB-Socket instead of a mouth. And that if you ask him to do too many things at once, he crashes. All we know is he's not the Stig. He's the Stig's digital cousin. Okay, und wir dürfen gegen Stig Digital Cousin wieder ran. Bin ich auch mal gespannt.
Ich stelle jetzt mal die Drei-Vertage-Schwierigkeit jetzt schon mal wieder auf unschlagbar, auch wenn das, glaube ich, keinen Einfluss auf Styx Kusar hat. Glaubst du zumindest nicht. Ist er ja auch kein Drei-Vertage. Fahrhilfe muss ich auch gerade gucken, ob da irgendwas aus... Alles aus... Ja, das müsste so passen. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, was fährt denn der für ein Fahrzeug? Ein Jaguar XKRS. Ja, das ist halt natürlich ein richtig geiles Auto. Dann gucken wir mal, ob wir den mit unserem italienischen Alfa Romeo schlagen können. Ich bin gespannt. Das heißt hier rotes Fahrzeug gegen blaues Fahrzeug. Und wir haben natürlich Verkehr. Das ist natürlich nicht so optimal. So, ich bin in. Versuche jetzt, mich vielleicht so ein bisschen reinzudrücken. Ja, ist ein bisschen unfair, aber egal. Ich muss mir verzeihen, ich hatte eine Woche Forza-Pause. So. Hier Verkehr. Mal gucken, dass wir da ja keinen Unfall bauen. So. Oh. Ja, jetzt kann er wieder hier überholen. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nicht zuziehen. Ich dachte, er ist schon vorbei. Egal, nur bleibe ich vorne und die Scheiben gehen kaputt. In dem sind wir ja sowieso Experte, was Scheibenplatzen angeht. Also in echt ist es auch so, wenn ich in mein Auto fahre, ich habe immer kaputte Scheiben, ganz klar. Nein, eigentlich nicht. Also so schnell gehen die, glaube ich, auch nicht kaputt. Aber gut. So, wie viele Runden müssen wir denn fahren? 2, okay. Die erste haben wir gleich absolviert. Jetzt kommt diese ganz, ganz schwierige letzte Kurve, die wirklich nicht so einfach zu fahren ist, vor allem jetzt hier mit Verkehr. So, dann geht's vorwärts. So, die machen Platz, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Mal gucken. Oder. Ah, innen vorbei ist fast unmöglich. Die Kurve ist hier echt viel zu eng. Oh. Bremst mich hier richtig aus. Aufpassen, dass hier nicht Dix Cousin mich hier gleich wieder kassiert. Ist echt nicht leicht hier. So, dann überholen wir die zwei auch mal noch schnell. Ich probiere es jetzt mal innen. So, hier fahre ich jetzt außen. Und jetzt raus, Beschleunigung, Start, Ziel. Und dann haben wir das geschafft. Ja, doch wunderbar funktioniert das Ganze. Kriegen unsere Goldmedaille, die wir ja so dringend brauchen. Und ich glaube, jetzt müssten wir schon... Kommen wir jetzt schon zum Finale? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob es noch 2 Rennen oder mehr sind. Ne, das war jetzt 6 von 8. Also haben wir noch 2 und die machen wir auch in der Folge noch fertig, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger geht, aber wie gesagt, jetzt gehen die Folgen sowieso 20 bis 25 Minuten. Drunter sollte es eigentlich nicht geben. Gut, wenn es dann mal 19 sind, müsst ihr es mir verzeihen. Aber ich versuche immer so 2-3 Rennen zu fahren, also das auf jeden Fall. Und da ich jetzt eine Woche ja quasi nicht da war, die Hügel des Mount Panorama Circuit in Australien auf sie. Da ich ja eine Woche nicht da war, dann kann die Folge jetzt auch ein bisschen länger sein. Deswegen schließen wir auf jeden Fall das jetzt ab. Und dann können wir dann in der nächsten Folge mit einer neuen Klasse voll durchstarten. So, ja, wir sind auf Bathurst und wie alle wissen,
Ist nicht so mega meine Strecke, aber ja, jetzt hoffen wir einfach mal das Beste. Power hat der Alpha, von dem her soll auf jeden Fall gerade auf diesen geraden Stücken, soll ich doch dann schon ganz gut mithalten können mit den anderen. Ich schätze mal hier, dass der Mercedes ziemlich stark ist, weil der hat ja auch richtig viel Power. Schauen wir mal auf die Startaufstellung, was wir denn so haben. Ich starte sogar von Platz 8, nicht schlecht, da ein bisschen weiter vorne starten. Wir haben einmal ein Audi S4, ein Mercedes C63, ein Jaguar XKRS, ein Alfa Romeo 810, Lexus IS, nochmal ein Audi S4, nochmal ein Lexus IS, dann mein Alfa Romeo, dann nochmal ein Audi S4, nochmal ein Lexus IS, dann ein Audi S4, bla und so weiter und so weiter. Was haben wir Neues? Ein BMW M3 haben wir noch dabei, ein Maserati GTS, ein Infiniti IPLG und ein Nissan 73Z. Also sind doch noch ein paar dabei. Gut, alles klar. Dann starten wir doch mal einfach und gucken wir mal. Dritter müssen wir mindestens werden. Ja, schauen wir mal. Sollte doch machbar sein. Wenn alles gut läuft. Ich schätze mal, um ein paar Crashs kommen wir, glaube ich, leider nicht drumrum. Aber das werden wir dann gleich sehen. Jetzt hier beim Bremsen. Ich gehe mal schon mal vom Gas. Und jetzt hier auf der Geraden können wir vielleicht was reißen. Was macht er? Oh, kein Schaden davon getragen. Es fehlt nur der Schwung zum Glück. Das hätte deutlich übler ausgehen können. Zwei Runden haben wir Zeit. Wow. Was war das bitte? Der gute Memphis fährt hier rein. Memphis. Das will ich aber nicht sehen von dir. So. Jetzt verliere ich hier. Boah, voll die Plätze. Da ist mir einer voll ans Heck gefahren. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier wieder aufhole. Ich sage ja, der Schwung hat jetzt halt echt gefehlt auf der Geraden. Überholen ist einfach scheiße. Ich hasse die Strecke, ganz ehrlich. Und jetzt bin ich aufs Grünstreifen gekommen hier. Das ist natürlich auch nicht so super. Boah, ja, was ist denn das jetzt, ey, ganz ehrlich, ey. Junge, ey, was machst du da für eine Scheiße? Mach einfach mal eine Wegblockade. Ja, ich setze mal hier fort. Macht das ein bisschen anders da. Komme ich jetzt mal vorbei an dem Bandenküsser hier. Der haltet mich nämlich hier nur auf. Ich muss nämlich hier noch mindestens Dritter werden. Ach komm. Jetzt muss ich halt doch ein bisschen Brechstange, ey. Auf der Strecke kommst du ja anders nicht vorbei. Also nur zwei Runden Zeit und... Oh, Kackdreck. So, und jetzt aber, komm. Jetzt Angriff. Wir haben hier noch zwei vor uns und die reichen auch nicht auf Platz 3. Die ersten drei fahren hier schon mal richtig gut weg. Ach super, was mache ich jetzt? Hier komme ich kein Vorbeikommen. Jetzt vielleicht. So. Komme ich ein bisschen weiter raus. Aber es war jetzt auch. Ich wollte nicht zuziehen, weil vielleicht wäre er ja noch in gewesen oder wollte wieder reinbremsen. So, jetzt einen müssen wir auf jeden Fall noch holen. Jetzt muss ich aber erstmal da ranfahren. Wir haben jetzt nur noch eine Runde Zeit, liebe Leute. Ich bin gespannt, ob wir da noch rankommen. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir annähernd perfekt da jetzt fahren. Dass wir da rankommen. Also wie es aussieht, kämpft Platz 2 und 3 ziemlich eng. Platz 1 fährt da schon weg. Mal gucken. Oh, das wird richtig eng. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Es hat einfach zu viel Zeit gekostet, das Ganze hier. Ich mag die Strecke einfach nicht. Also das ist echt die Strecke, wo ich überhaupt nicht glücklich werde mit. Ist einfach mal Fakt.
Boah. Jetzt habe ich irgendeinen Titel freigeschaltet, kann es jetzt aber nicht lesen. Ja, das, ich bräuchte nochmal eine Runde. Also es wird jetzt doch nur Silber hier, leider. Muss ich dann offscreen die Gold nochmal ergattern. Weil die fahren dann da vorne viel zu gut, dass ich da rankomme. In dem Fall sind sie dann wirklich unschlagbar. Aber ich, wie gesagt, ich wurde am Anfang einfach zu sehr aufgehalten. Das muss schon echt ziemlich perfekt alles laufen, dass man da... dass man da wirklich Gold dann holen kann auf dem Schwierigkeitsgrad. So. Ja, leider nur Silber. Wie gesagt, muss ich dann mal offscreen wahrscheinlich nachholen. Aber es sollte nicht, uns nicht stören hier. Wir haben bis jetzt, glaube ich, immer Gold geholt. Und gibt's halt. So bleibt's doch spannend. Ja, und jetzt springen wir dann gleich ins Finale. Bin mal gespannt, wo es denn da hingeht. So, wir haben noch ein Level Up und steigen auch nochmal in der Affinität auf. Wunderbar. So, dann geht's weiter. Und dann wird uns gleich die nette Dame sagen, wohin es geht. Heimstatt des großen Preises von Belgien. Ja, nach Spa. Ja, die Strecke gefällt mir natürlich. Aber es muss einfach mehr Strecken geben. Bitte, Turn 10, bringt uns mehr Strecken. Bringt uns vor allem Nürburgring, die Nordschleife, Hockenheim. Alles egal, mehr Strecken. Geile Strecken, bitte. Suzuka auch noch, eine Strecke, die einfach vermisst wird, die wir brauchen, die jeder braucht. Ja. So, und dann lädt's und lädt's und lädt's. Jawohl, dann gucken wir nochmal kurz auf die Startaufstellung. Die wird wahrscheinlich ähnlich sein wie vorher, nur dass wir diesmal ganz, ganz hinten starten dürfen. Das heißt, es wird jetzt noch schwieriger, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir die ein bisschen besser überholen können. Ich meine, die Straßen sind hier definitiv breiter. Nicht so wie in Bathurst, wo das Überholen meiner Meinung nach einfach richtig scheiße ist. So, jetzt nur gut durch die erste Kurve kommen. Die hat es nämlich ja schon in sich, weil sie relativ eng ist. Ja, das war jetzt klar, dass da... Ich musste jetzt ein bisschen weiter außen fahren, weil da innen ja noch einer war. Und der äußere hat aber... nicht die gleiche Idee gehabt, der hat dann nämlich zugezogen und deswegen gab es dann diesen Crash und meinen kaputten Spiegel, den ich ja aber auch so sehr brauche, diesen kaputten Spiegel. Uah. Komm, lass mich vorbei, es ist eng, aber es klappt. So. Ah, hätten, glaube ich, ein bisschen länger im Windschatten bleiben sollen. Jetzt muss ich hier auf der Bremse versuchen. Klappt ganz gut, wie ich finde. Oh ja, das haben wir schon gedacht, dass der nochmal anklopft. Ja, der Mercedes, der wird mir auf der Gerade, denke ich mal, ein Problem geben. So, jetzt blendet wieder die Sonne, so richtig scheiße. Boah. Ja, außenrum überholen kostet zu viel Zeit meistens. Ich probiere es jetzt hier trotzdem, weil jetzt geht es ja hier wieder nach innen. Boah, 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 hey Junge. Ja, das Heck ist echt super empfindlich vom Alpha. Also ganz ehrlich, wenn ihr mal jemand habt als Gegner und ihr möchtet unfair fahren und
Habt's auf ihn abgesehen. Einfach ein bisschen ans Heck. Der verliert sofort die Kontrolle über das Fahrzeug. Das kann ich euch versichern. Sofern er halt natürlich ohne Fahrhilfen fährt. Wenn natürlich jetzt hier ABS und weiß ich was anhat, dann ist es natürlich ein leichtes. Oh, jetzt komme ich zu weit raus. Oh. Da kann man jetzt nochmal eine Innenkurve. Oh, verdammt. Jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht und schon wieder bestraft. Aber so soll es ja eigentlich auch sein. Soll ja nichts geschenkt bekommen. So, Platz 1 fährt dann schon munter wieder weg. Ist aber auch echt schwer. Also ich muss sagen, unschlagbar fahren. So wenig Runden und dann muss es schon echt perfekt laufen. Muss echt super gut überholen, muss alles laufen, keinen Fehler machen. Ich glaube, nur dann ist auch wirklich möglich, Platz 1 zu haben und dann halt auch ein Auto haben, was, sagen wir mal, perfekt läuft, perfekt eingestellt ist. Oh, okay, das war ein bisschen zu hart angebremst. Ah, ich sag dir, Mercedes, ich hasse es. Ich hasse die Marke, ich hasse das scheiß Auto hier. Piss dich einfach. Komm. So, fahren wir halt auch ein bisschen ruppiger. Was du kannst, kann ich auch. Und lange. Und jetzt hier mal ein bisschen Abstand gewinnen, dass ich mal hier meine schön meine Linie fahren kann. Das hat niemand gesehen. Ich wollte es mal schnell probieren. Aber das klappt so nicht. So. Ja, und ich weiß, es war ein bisschen abgekürzt. Aber ihr werdet es mir verzeihen können. Oh, jetzt baue ich hier mega Scheiße. Aber der vor mir baut noch eine viel größere Scheiße. Oh, jetzt muss ich mega auf die Bremse stellen. Jetzt kommt natürlich hier hinter der Jaguar richtig nah. Jetzt muss ich hier zuziehen. Ich glaube, bei denen muss man echt richtig Kampflinie fahren, ne? Also, es ist echt krass, wie man hier immer zuziehen muss, dass die ja nicht innen reinstechen. Ihr kennt es ja schon von der einen Folge, wo ich mich ja mega aufgeregt habe. Es war auch hier auf Spar, wo mir dann der Kragen geplatzt ist, weil die immerhin innen reingestochen haben. Und der macht's auch schon wieder. Ey, man muss mega die Kampflinie fahren gegen die Spenner. So soll man mal echt ganz ehrlich sagen. Einfach richtig zuziehen. Und selbst dann kann da passieren, dass die dir voll reinpreschen. Das ist echt unglaublich. Also normal fährt man ja hier eine Kurve schön von außen an. Aber wenn jetzt einer innen attackieren will, dann muss man hier ja so richtig eng reinfahren. Ne? Also man kann dann zwar nicht so viel Schwung mitnehmen, aber er kann schon mal innen nicht reinstechen. Ne? Ich meine, das macht es ja auch aus, der Motorsport, das ist klar. Aber ich finde halt, die machen das halt so halsbrecherisch. Also zum Teil total unnötig fahren die dann halt so innen rein. Also, ich sehe es auch wieder im Rückspiegel. Leider wieder versucht, komplett sinnlos innen rein zu stechen. Gar keine Chance mehr. Ich meine, es gibt ja in echt auch diese FIA-Regel, die ja auch besagt, dass man eigentlich nur innen reinstechen darf. Wenn man schon vor dem Bremspunkt oder zumindest zum Zeitpunkt des Bremspunktes schon mindestens neben ihm ist. Also nicht komplett, aber zumindest mit einem, also mit dem Vorderrad muss man mindestens neben dem Hinterrad des anderen sein. Sonst ist es nicht erlaubt, so reinzustechen. Weil das wurde ja auch groß kritisiert, zum Beispiel in der Formel 1 von dem Perez. Weil der das ja auch öfters mal gemacht hat. Einfach so sinnlos reingestochen und würde der Vordermann nicht aufpassen, hätte es jedes Mal einen riesen Crash gegeben. Und das ist, da muss man immer, ja, also die drei Vatanen fahren auf jeden Fall nicht nach den Regeln. Das so viel steht fest. Da muss man hier immer extreme Kampflinie fahren, weil die immer richtig scheiße reinstechen. So, egal. Ende vom Lied ist, unser Auto sieht ziemlich verbeult aus, ist dreckig. Egal, wir haben gewonnen. Trotz auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, das liegt aber auch daran, dass natürlich Spa eine etwas längere Strecke ist. Und da hat man noch ein bisschen mehr Zeit und vor allem hat man links und rechts ein bisschen Platz. So, und dann haben wir das geschafft, dann haben wir mindestens hier Gold geholt und haben jetzt normalerweise das beendet. Jawohl, wir haben die Veranstaltung, die Serie abgeschlossen.
Wunderbar. Vielen Dank an dich, Alfa Romeo. Treue Dienste geleistet. Auch wenn er ein bisschen zickig zu fahren ist, meiner Meinung nach. Aber ja, so ist es halt, ne? So, da haben wir die Modern Sports Cars abgeschlossen. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und zwar, wenn es dann heißt, kultige Sportwagen. Bis dann, euer Ray.